Ja, herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Ultimate Doom. Wir sind in Episode 3, Inferno. Wir befinden uns also mitten in der Hölle. Und spielen aktuell Mission 6, Mount Erebus. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Erebus. Was weiß ich. Ich hatte hier gestern schon einige Anläufe und bin mehrfach gestorben. Das Level ist nicht so einfach. Meiner Meinung nach. Da werden wir mir jetzt erfahrene Doom-Spieler widersprechen. Aber, ja. Ich finde es schwer. Jawohl, okay. Die haben wir schon mal safe gekillt. Das ist ein guter Start. Wir müssen uns darauf natürlich nicht ausruhen. Ich will hier extrem vorsichtig vorgehen, weil das Level eben, ja, es so in sich hat. Hier sieht man schon, ich werde hier direkt am Schlitz abgeknallt. Also... der Tod lauert hier einfach überall. Da ging es noch hoch. Da könnten wir nämlich jetzt auch rausgehen. Was wir aber erstmal noch nicht tun wollen. Denn es geht auch noch weiter geradeaus. Ups. Ups. Ich bin schon wieder runter auf 79% Health. Ich bin zu unvorsichtig. Oh Gott. Ja, das ist auch gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Warum haut der jetzt ab? Boah. Oh. Ja, komm doch zurück. Scheiß Ding. Ich verstehe. Gar nicht mal so dumm von dem Ding, ne? Okay, ja, sind immer noch bei 100 Health. Das ist sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. Hui, kaputt. Aber war das nicht die Stelle, wo wir schon oben waren? Ja. Dann von draußen reingekommen? Wahrscheinlich. Also ich nehme mir lieber hier viel Zeit. Falls sich jemand langweilt, tut mir das leid. Es ist sehr frustrierend, immer wieder neu mit der Aufnahme zu beginnen und immer wieder zu sagen, herzlich willkommen bei meinem Doom Let's Play. So. Oh weh. Ich höre doch schon wieder was. Ah ja. Die Kollegen hier. Das würde ich sagen, habe ich relativ gut überstanden. Hier ist die Unbesiegbarkeit, die würde ich mir aber tendenziell eher mal noch aufheben. Ich muss mir nur gut merken, wo sie liegt. Weil... da kommt noch einiges auf uns zu. Und die ist vor allem auch gut, um hier beispielsweise die Lava zu überwinden. Wir können... können wir hier oben auch rüber springen? Ja. Das ist natürlich nicht schlecht.
hinten was gekommen? Ach, schaut mal an. So ein Drecksack. Tja. Oh. Oha. Als sind die tatsächlich hier außen rumgekommen. Über die Lava. Das ist ja höchst interessant. Boah, wie viele kommen da noch? Oha, von da hinten. Aha. Okay. Hier ist ja auch ein Weg, ne? Ah, da kommt noch einer. Da sieht man sogar, wie sie über die Lava gehen. Ich weiß nicht, ob das denen nichts ausmacht, weil so viel Health haben die ja dann auch nicht wie ich, glaube ich. Die müssten weniger haben. Ja, wir sollten uns jetzt für einen Weg entscheiden und nicht wieder den Fehler machen, den ich gerne mache, dass ich alle Wege erstmal abtaste und dann einen Haufen Munition verpulvere, denn meistens findet man am Ende jedes Weges, ja, sowas hier. Das ist richtig schön zum Aufmunitionieren hier. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier wieder runter. Können nicht da hoch. Ah ja, und deswegen haben wir jetzt hier die Unbesiegbarkeit liegen, damit wir hier eben gut rauskommen. Dahinter, da war der Steg. Da können wir eh lang laufen, glaube ich. Wir sollten also lieber uns mal in diese Richtung hier bewegen. Da mal reingucken. Aha, eine blaue Keykarte bräuchten wir jetzt hier. Das ist natürlich blöd, dass wir die noch nicht gesichert haben. Das hätten wir mal vorher tun sollen, würde ich sagen. Naja. Was haben wir da unten? Ein Teleporter. Ah. Okay. Gut, jetzt sind wir einfach wieder hier. Da lag noch etwas Health. Hm. Als nächstes, warte mal, waren wir da, da drin? Nein. Oh, wo ist der denn? Da ist da noch einer. Irgendwo steht noch einer. Da. Okay, jetzt haben wir aber alle. Und wir bekommen... Ja, gut, das nutzt uns nichts. Aber das ist doch... Ach nee, Moment. Das ist nur Berserk. Ich dachte immer, das ist noch Hell. Nein, das ist ja nur Berserk. Ja gut, das ist nicht so toll. Gibt es hier noch eine versteckte Wand? Hey... Was haben wir da? Das können wir nicht nehmen, da sind wir voll. Das ist Energiezelle, nehme ich an. Wir könnten natürlich etwas Energiezelle verbrauchen und nochmal hierher zurück. Okay. What the fuck? Ach du Scheiße. Da, oder? Diese Drecksäcke, ey. Die finde ich jetzt gar nicht mal so gut, die Kettensäge. Also, ja. Es kommt halt drauf an, welchen Gegnertyp man hat, weil an sich können die ja alle irgendwie angreifen, auch wenn man die mit der Kettensäge bearbeitet. Also, oft, glaube ich. Ah, schaut mal, können wir da drauf? Das schaffen wir wahrscheinlich wieder nicht. Oder? Schafft man das? Das schafft man nicht. Und dann sitze ich da unten, dann muss ich alles wieder laufen. Das ist ein safes Ding. Deswegen machen wir das.
Wow, what the fuck, Leute, schaut euch das an. Boah, und da hätten wir die blaue Keycard. Mit der Unbesiegbarkeit können wir das Tor unten aufmachen. Ups, das war eher schlecht. Wir uns sparen können. Oh, aber da haben wir noch was Schönes. Oh, es ist die leer, schade. Na, trifft er da überhaupt durch? Ich habe da so meine Befürchtungen. Oh, und am Ende verbraten wir das alles und dann ist es von Arsch. So klappt das wenigstens. Hat uns natürlich einiges gekostet. Aber naja. Hier war ja sonst nichts. Ja, dann gehen wir zu dem schönen Kopf hier. Tja. Aha. Interessant. Gut. Oh, das gehört. Ach du Scheiße. Wie heftig ist denn das? Hm. Aha, da hinten liegt mal richtig viel Health. Ich muss mal da lang. Das ist schon mal ein Snack, würde ich sagen. Ah, guck mal hier. Ah, da waren wir vorhin. In. Und da liegt auch die Karte und so. Okay, wir haben einen Anzug. Wir können uns hier also frei bewegen. Wir könnten noch mal da runter gucken. Nee, wo war das denn? Mit der blauen Keycard. Das war hier, glaube ich, oder? Nee. Was ist denn? Was ist das denn gewesen, Freunde? Scheiße! Hä? Wieso wird der jetzt... Der hat doch einen Anzug. Muss er doch nicht rumholen. Hier liegt auch noch ordentlich Munition, würde ich mal sagen. Richtig gut. Ich jetzt wüsste, wo... Da. Und hier ist das mit der blauen Keycard. Das ist sicherlich... Das ist das Bonuslevel, Leute. Nein, jetzt bin ich ins Bonuslevel gelaufen. Ich kann es nicht glauben. Ich fasse es nicht. Ich komme nicht klar. Nein! Naja, dann speichere ich da. Oder ist das das Bonuslevel? Nee, das ist wahrscheinlich nicht das Bonuslevel. Ich werde das auschecken, je nachdem. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.